Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Ralf Frenzel. Ich bin Verleger des Trittori Verlags und freue mich, Dirk Würz vorzustellen, einer der renommiertesten Weinkenner Deutschlands und Autor von Fein, dem Weinmagazin und hervorragende Winzer aus dem Rheinhessischen. Wir sind stolz, dass wir hier gemeinsam auf die Aktion Weinananda hinweisen. Das ist eine Initiative, die Fein, das Weinmagazin, eine Idee, die aus unserer Redaktion entstand, ausgelöst hat, um deutschen mittleren und Kleinstbetrieben zu helfen, ihren Wein besser zu verkaufen, weil in der Corona-Krise aufgrund des schwierigen Absatzes an die Gastronomie dort Hilfestellung geleistet werden muss. Und wir haben das angefangen und bin sehr stolz, dass wir den Werbeanstoß jetzt hier mit über 24 Millionen Werbezettel initiieren konnten durch unseren Partner Real, die auf der Internetplattform auch zu kaufen sind. Mein lieber Dirk, Weingut Hirsch, Wildklasse, Riesling, fruchtig und trocken. Was sagt ihr das? Aus Württemberg, Württemberg. Württemberg sagt mir vor allen Dingen Trollinger und Lemberger. Ne? Also die Württemberger sind jetzt nicht unbedingt bekannt für Weltklasse Riesling, aber, und das ist das Verrückte, in diesem kleinen, wunderbaren Anbaugebiet, die letzten paar Jahre ist da ein Riesenmovement. Viele junge Leute, so wie der Hirsch, Ja. die sich tatsächlich auch auf Rebsorten außerhalb des Trollingers konzentrieren und ganz herausragende, ganz feine mineralische Rieslinge machen. Ja, er hat ja das Weinmachen als Praktiker bei Robert Mondavi, einem der großen Winzer Amerika, kennengelernt, also hat auch eine internationale Erfahrung. Vielleicht ist das auch eine Frage, die man in seiner Stilistik finden wird. Was sagst du zu dem Wein? Also international ist der nicht. Der ist schon sehr deutscher Riesling, finde ich. Sehr griffig, sehr trocken, mineralisch, sehr auf der Zitrusseite. Hat ordentlich Zucht. Ist ein bisschen salzig hinten raus. Fällt Genau. mir gut. Hat auch Sehr einen schön. Kern und einen Ja, Druck, hat einen sehr schönen Druck und so. schöne innere Dichte auch. Also macht wirklich Spaß zu trinken und Kenner trinken Württemberger. Ja, so hieß das, ja. Hieß das mal Hirsch, nicht Wild, sondern Wildklasse. Ein besonderer Wein und ich hoffe, dass es Ihnen Spaß macht, ihn zu trinken und danke für die Unterstützung für Weinander helfen. Zum Wohl.